Ja, herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe mit Computertipps. Heute zum Thema Passwörter. Das große Problem bei den Passwörtern ist, dass es oftmals so ist, dass jeder nur ein Kennwort hat. Das birgt natürlich ganz, ganz viele Gefahren, weil wenn dann irgendwann mal ein Account gehackt wurde, hat derjenige, der den Account gehackt hat, Zugang zu allen möglichen Portalen, bei denen man das gleiche Kennwort verwendet. Beispiel, ich habe das Kennwort für meinen E-Mail-Web-Account und habe den gleichen Account für PayPal zum Beispiel. Das heißt, wenn jemand mein PayPal-Account gehackt hat, hat er auch gleichzeitig Zugriff auf meine E-Mails. Solche Probleme kann man umgehen, indem man für jedes Portal, für jede Webanwendung ein eigenes Kennwort hinterlegt. Sagt der eine oder andere, das wird mir aber zu viel. Auch dafür gibt es nützliche Tools, mit denen man sowas abspeichern kann. Ein Tool zum Beispiel ist ein kleines kostenloses Programm, nennt sich KeePass. Mit diesem kleinen Programm kann man mit einem Master-Kennwort ganz, ganz viele Kennwörter abspeichern und hat direkten Zugriff nachher auch von dort aus auf gewisse Webseiten. Ja, hier ist dieses kleine Tool aufrufbar unter der Webseite keepass.info. Auf der keepass.info kann man das Programm herunterladen. Da gibt es hier gewisse Links. Das gibt es Portable-Version und auch fest installierbare Version. Das heißt, wenn man das Ganze installiert hat, sieht das nachher so aus. Ich mache das Ganze mal etwas größer. Das heißt, hier hat man die Möglichkeit, für jeden Dienst, für jede Webseite kann man sich ein eigenes Kennwort überlegen. Man kann auch das Programm dazu benutzen, dass das Programm selbst Kennwörter generiert. Und damit hat man für jede Anwendung, für jede Webseite, für jedes Portal, für jeden Dienst sein eigenes Kennwort und kann das ganz einfach mit einem Doppelklick kopieren. Probiert es einfach mal aus und testet es mal. Dankeschön.